Schneider, Sie sollen Ihren Vater am 28. August 2010 an der Haltestelle Sandberg auf die Bahngleise gestoßen haben. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft natürlich von versuchtem Mord aus. Was sagen Sie dazu? Ja, ich war das nicht. Ich war doch überhaupt nicht an dem Bahnsteig. Und außerdem war ich mit einer Freundin zusammen. Pff, ich fasse es echt nicht. Erst lügst du mich mein ganzes Leben lang an und dann willst du mich noch in den Knast bringen. Glaubst du, es ist einfach, seinen eigenen Sohn bei der Polizei zu belasten? Der lebt 20 Jahre lang mit meiner Mutter zusammen und dann eröffnet er ihr eines Tages, dass er schwul ist. Ja? Einfach ekelhaft. Also Herr Schneider, man merkt Ihnen das noch heute in der Verhandlung an, dass Sie ein ganz großes Problem mit dem Coming-out Ihres Vaters haben, mit dessen Homosexualität. Und jetzt sehen Sie den am Bahngleis stehen mit seinem neuen Partner. Da sind Sie doch durchgedreht, oder nicht? Da haben Sie ihn doch dann runtergestoßen. Ach was, das kann doch sonst wer gewesen sein. Mal ganz im Ernst, wenn mein Vater mit seinem neuen Lover in der Öffentlichkeit unbedingt rummachen muss... Stopp. Stopp, Lukas. Gunnar ist nicht irgendein dahergelaufener Lover. Er ist jetzt mein fester Lebenspartner. Und ich liebe ihn. Nichtsdestotrotz, wenn Sie sich auf einmal demonstrativ in der Öffentlichkeit als homosexuell outen und das in so einer Kleinstadt, in der Sie leben, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Sie da plötzlich attackiert werden. Und das hat aber auch nichts damit zu tun, dass mein Mandant plötzlich einfach, weil er natürlich davon überrascht wird und sich im Stich gelassen fühlt, auf Sie losgehen soll oder Sie sogar ermorden will. Also mein Gott, der ist 18. Also da hat man sowas auch im Kopf. Auch das sage ich Ihnen. Ein Typ und eine Frau können so viel rummachen, wie sie wollen. Ja? Aber mein Vater hier mit einem Kerl, er ist einfach ekelerregend. Ja? Für mich war er echt immer der coolste Vater der Welt. Und dann auf einmal sowas. Aber trotzdem... würde ich ihn noch nicht umbringen wegen sowas. Ja, da bin ich mir eben nicht so sicher, Herr Schneider. Haben Sie ihn dann an diesem Abend das erste Mal gesehen, öffentlich am Rummachen mit seinem neuen Partner und Lebensgefährten? Ja, was würden Sie denn sagen, wenn Ihr Vater ihn auf einmal eröffnet, dass er schwul ist? Ja? Mein ganzes Leben lang hat er mich nur verarscht. Und jetzt erwartet er auf einmal, dass ich Verständnis für ihn habe. Aber weißt du was, Papa, eins sage ich dir, darauf kannst du lange warten. Ja, wie lange soll er denn warten? Er lebt doch noch, er ist doch recht vital. Das geht doch weiter mit seinem Freund und seinem Lebensgefährten, oder nicht? Sollte er deshalb sterben? Weil Sie damit nicht klarkommen? Das ist doch sein gutes Recht, dass ihn das aufregt, dass ihn das völlig durcheinander bringt. Aber deswegen macht er sich noch lange nicht zum Täter und deswegen hat er noch lange nicht den Vorsatz, seinen Vater umbringen zu wollen. Oder die Jugendgerichtshilfe kann ja dazu auch mal vielleicht etwas dazu sagen. Wie haben Sie ihn denn erlebt? Ich finde auch, dass er in den letzten Monaten schon einiges hat mitmachen müssen. Und für so einen jungen Mann ist das natürlich nicht eine leichte Situation, wenn so ein behütetes Leben von einem auf den anderen Tag zusammenbricht. Es gab ja keine Vorzeichen. Die Trennung war ja von einem auf den anderen Tag. Und wie haben Sie überhaupt davon erfahren, Herr Schneider, dass Ihr Vater homosexuell ist? Hat das Ihnen selber gesagt? Das wäre noch schön gewesen, ja? Er hat mir und meiner Schwester hat er nichts gesagt. Auf einmal sehe ich da diese Koffer im Flur stehen und ich dachte erst, der geht auf Geschäftsreise oder so. Aber als ich dann gesehen habe, wie fertig meine Mutter war, ja, wusste ich sofort, dass irgendwas nicht stimmt. So eine feige Sau hat sich einfach verpisst. Ja, ich weiß ja selbst, dass das ein Fehler war. Ein Fehler? Mal ganz im Ernst, du hast unser Leben versaut. Man spürt bis hier Ihre tiefe Kränkung. Nehmen Sie mal neben Ihrem Verteidiger Platz. Ich hätte Sie jetzt gerne, Herr Schneider, auf den Zeugenstuhl sitzen. Auf dem Weg dahin sage ich Ihnen jetzt schon, dass man als Nebenkläger natürlich das eine oder andere erzählen kann, aber als Zeuge auf diesem Platz die Wahrheit sagen muss, sonst macht man Sie strafbar. Herr Schneider, Ihr Vorname ist Matthias, Sie sind 48 Jahre alt und wohnen in Schwerte. Was sind Sie vom Beruf? Bankkaufmann. Als Vater des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen muss. 55, nur mal am Rand. Wollen Sie auch sagen? Ich würde gerne was sagen. Auch wenn die Situation nicht ganz einfach ist. Was nicht ganz einfach? Du willst mich doch hier in den Knast bringen. Lukas, ich habe schon 100 Mal versucht, es dir zu erklären. Auch wenn auf dem Bahnsteig keine Videoüberwachung gewesen ist und auch wenn sonst niemand dort gewesen ist, weiß ich, was ich gesehen habe. Und als Gunnar und ich uns zum Abschied geküsst haben, da habe ich dich gesehen. Haben Sie das Gesicht Ihres Sohnes klar gesehen oder haben Sie ihn an was anderem erkannt? Er hat diese blaue Kappe aufgehabt, die er so oft trägt. Aber Herr Schneider, ganz ehrlich, also eine blaue Kappe bei der Beleuchtung in einer Entfernung von wie vielen Metern? Ich habe es gar nicht nachgerechnet. Das kann doch jeder Jugendliche gewesen sein, der sich daran Anstoß genommen hat, dass sie sich als homosexuell geoutet haben. Hören Sie, ich weiß, dass ich meinen Kindern mit meinem Coming-out schon genug zugemutet habe. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich überhaupt aussagen soll. Aber dass Lukas so weit gegangen ist, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich glaub's echt nicht. Jetzt stellst du dich noch hier als Opfer dar, ja? Obwohl du uns die ganze Zeit angelogen hast. Lächerlich.
Glaubst du, ich habe mir das so leicht gemacht? Ich habe deine Mutter geliebt und ich war glücklich mit ihr. Ich habe diese Gefühle für andere Männer einfach die ganze Zeit unterdrückt. Hatten Sie Beziehungen zu Männern, bevor Sie sich offen zu Ihrer Homosexualität bekannt haben? Nein, ich habe immer Freundinnen gehabt. Das war auch damals schon so im Schwarzwald, wo ich groß geworden bin. Und nachdem ich nach Schwerte versetzt worden bin und meine Frau geheiratet habe, da war ich absolut treu. Gut, ich habe mich auch ab und zu nach Männern umgedreht, aber ich habe mir nie dabei was gedacht. Es muss aber irgendeinen Anlass gegeben haben, dass Sie sich so geändert haben. Das war im Frühjahr 2010, als Gunnar in mein Leben getreten ist. Wie haben Sie sie überhaupt kennengelernt? Gunnar ist ein alter Freund von meiner Frau. Und bis dahin habe ich ihn eigentlich nur vom Hörensagen gekannt. Und er war viel unterwegs, geschäftlich im Ausland. Und plötzlich ist er zu uns ganz unerwartet zu Besuch gekommen. Und da habe ich auf einmal diese Gefühle gespürt, die ich bis dahin noch nie so empfunden hatte. Wie muss ich mir diese Gefühle vorstellen? Ich habe nur noch an Gunnar gedacht. Ich wusste zwar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wollte ja meine Familie nicht verlieren. Aber ganz tief in mir habe ich gespürt, ich wollte mit diesem Mann zusammen sein. Und als ich gemerkt habe, dass es Gunnar genauso ging, da habe ich den ersten Schritt gemacht. Obwohl ich wahnsinnig Angst vor den Konsequenzen hatte. Ich habe Gunnar gefragt, ob er genauso fühlt oder ob ich mich so täusche. Und er hat nur gesagt, dass er nur auf diesen Moment gewartet hätte. Und wie haben Sie Ihrer Familie dann die Wahrheit gesagt? Erst 2 Monate später. Und auch erst nur meiner Frau. Ich hatte ja erwartet, dass sie mir eine Szene macht und mich anschreit. Aber sie hat gar nichts gesagt. Sie hat nur meine Koffer gepackt und sie vor die Tür gestellt. Das war noch viel schlimmer. Willst du Mama jetzt die Schuld geben oder was? Nein, aber ich wollte ihr erst mal ein bisschen Zeit geben. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie euch gleich alles erzählt. Tja, sie belügt uns halt nicht und hintergeht uns, so wie du das die ganze Zeit gemacht hast. Belügen und hintergehen sind große Worte. Ihr Sohn Lukas ist jedenfalls schwer getroffen worden, dass sie sich zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Wie hat eigentlich ihre 20-jährige Tochter Marie das aufgenommen? Naja, nach dem anfänglichen Schock hatte sie eigentlich die Sache ganz gut im Griff. Sie hat immer gesagt, Papa, ich will, dass du glücklich bist. Ich hätte mir gewünscht, dass Lukas auch so reagiert hätte. Ich habe wirklich alles versucht. Aber Lukas war nicht mehr er selbst. Er soll sich sowieso sehr verändert haben. In welcher Weise? Er ist total aggressiv geworden. Ach, ist überhaupt nicht wahr. In den letzten Monaten wurde er sogar ein paar Mal von der Polizei nach Hause gebracht. Die haben ihn aufgegriffen, wenn er irgendwo randaliert hat. Ich weiß ja, dass ich an seinem Verhalten auch Schuld habe. Aber ich dachte, das wäre nur eine erste Phase. Und ich habe auch gedacht, dass wir auf einem guten Weg wären, Lukas. Komm. Aber dass du immer noch so einen Hass auf mich hast, das hätte ich nicht gedacht. Es gab doch schon eigentlich am Tattag eine Wiederannäherung zwischen Ihnen beiden, oder? Ist es so, Herr Schneider? Vielleicht können Sie davon mal ein bisschen berichten. Ja, das stimmt schon. Meine Schwester hat mich ja die ganze Zeit belabert, dass wir uns mal treffen sollten und so weiter. Und da haben wir es auch gemacht an dem Tag, haben uns auf einen Kaffee eben getroffen. Und das war eigentlich auch ganz okay. Und dann muss ich mir am selben Abend reinziehen, dass du denkst, dass ich dich auf die Gleise geschubst habe. Herr Schneider, jetzt zur Tat selber. Er sagt, er sei nicht gewesen, er sei auch nicht da gewesen. Beschreiben Sie mal die Situation, als er zu Ihrem Sturz auf die Gleise kam. Gunnar musste den entgegengesetzten Zug nehmen. Und nachdem seine Bahn gerade weggefahren ist, dann versetzt mir jemand auf einmal von hinten einen Stoß. So schnell, dass ich überhaupt nicht mehr reagieren konnte. Und dann war alles nur noch schwarz. Was haben Sie als nächstes wahrgenommen? Sie sind ja noch rechtzeitig wieder zu sich gekommen, will ich mal sagen. Ich lag auf den Gleisen und hatte wahnsinnig Schmerzen am Kopf und auch am rechten Schienbein. Da war dieser offene Bruch und überall war nur Blut. Und ich hebe auf einmal den Kopf und sehe, wie auf einmal die Bahn auf mich zukommt. Ich konnte 2, 3 Sekunden überhaupt nichts mehr machen. Und in letzter Sekunde konnte ich mich dann gerade noch von den Gleisen rollen. Und die Bahn ist dann an mir vorbeigefahren, hat mich nur ganz leicht gestreift. Wissen Sie, die körperlichen Verletzungen, die sind mittlerweile alle wieder verheilt. Aber ich habe nachts ganz oft noch Albträume. Und ich kann auch nicht am Bahnsteig stehen, wenn jemand hinter mir steht.
Noch Fragen an den Zeugen Schneider? Nein. Dann möchte ich zunächst aber mit der Mutter des Angeklagten weitermachen. Daniela Schneider, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Schneider, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Schneider, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Daniela, Sie sind 39 Jahre alt und wohnen in Schwerte. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Einzelhandelskauffrau. Als Mutter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen. Das ist Ihre Entscheidung, ob man sicherheitshalber 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat besichtigen müsste. Wollen Sie aussagen? Ich will auf jeden Fall aussagen, weil ich weiß, dass mein Sohn unschuldig ist, ja? Und im Gegensatz zu seinem Vater, ja? Was soll das eigentlich, ja? Der ist unschuldig. Willst du ihn ins Gefängnis bringen? Hast du nicht schon genug Unheil über uns gebracht? Dani, bitte, glaub mir. Ich wünschte, er wäre es nicht gewesen. Frau Schneider, wir haben ja gehört, dass Ihr Sohn sich so verändert habe, seit Ihr Ehemann sich entschlossen hat, öffentlich zu seiner Homosexualität zu stehen und mit einem Mann zusammenzuleben. Ja, er fing auf einmal an, die Schule zu schwänzen. Er hat tagsüber hat er schon Alkohol getrunken, ist mit seinen Freunden abgehangen. Komm, die paar Freunden Bier zwischendurch, das wird ja wohl noch erlaubt sein, mal ein Bier zu trinken. Er ist mir total entglitten. Sie werden aber versucht haben, mit Ihrem Sohn zu reden, nehme ich an. Natürlich, wenn er dann mal zu Hause war, hat er die Tür hinter sich zugeknallt, kam mit Sprüchen, ich bin ja schon volljährig, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, ich habe total das Gefühl gehabt, als Mutter zu versagen. Was hätte ich denn machen sollen? Das Outing Ihres Mannes. Für mich nachvollziehbar. Bestimmt für alle Beteiligten nicht ganz einfach. Aber es gibt auch geeignete Stellen. Ich meine, das liest man nicht nur in der Zeitung, das spricht sich rum. Es gibt Selbsthilfegruppen. Haben Sie denn mal darüber nachgedacht, sich dort Hilfe zu holen? Ja, ich hätte ja gern mal Unterstützung von Matthias gehabt. Ja, aber dem war ja alles egal. Dafür. Ja, aber ihm war doch alles egal. Ja, er wollte doch nur mit seinem neuen Lover rumhängen. Die Kinder sind bei mir immer an erster Stelle. Und ich lasse mich hier von dir nicht als schlechten Vater darstellen. Ja, aber wegen dir ist er doch so geworden, ja? Der ist doch ganz verwirrt und strubbelig im Kopf, ja? Was meinst du denn? Der kommt doch gar nicht mehr zurecht im Leben, geschweige denn mit seiner eigenen Sexualität. Mit meiner Sexualität, was soll denn damit sein? Das würde ich jetzt auch mal fragen. Ich meine, hat er jetzt auch noch ein Problem eigener Art mit seiner Sexualität? Ich habe die Befürchtung, dass Lukas selber schwul ist. Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Ah, Herr Schneider. Lukas, das gefällt Ihnen wieder, ne? Es ist kein Problem. Ich habe nichts gegen Homosexualität. Sag mal, ich glaube, du checkst gar nichts. Ich bin doch keine Schwuppe, mal ganz im Ernst. Ich habe ein Problem damit, wenn es der eigene Ehemann ist und das nach 20 Jahren Zusammenleben. Ich doch nicht. Schneider, getroffene Hunde bellen. Wenn Sie ein Problem haben, weil Sie homosexuell sind, dann kann es sein, dass Sie das in Ihren Vater reinprojizieren. Und dann wollen Sie ihn natürlich bestrafen. Vielleicht geben Sie mal auf die Schuld. Was weiß ich, was Sie sind doch auch nicht gleich ein Schwerkrimineller, nur weil Sie es alle anklagen. Also ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt. Also Ballflach. Ich denke, wir wechseln das Thema. Aber nicht sehr weit, denn Sie haben als Mutter das Thema angestoßen. Wieso denken Sie, dass Ihr Sohn homosexuell ist? Er hatte noch nie eine richtige Freundin. Mehr nicht? Ja, doch. Also, mir ist das nicht so aufgefallen. Aber seit dem Outing seines Vaters, ja, schleppt er ein Mädel nach dem anderen ab. Ja, die sind dann bei uns nachts in der Wohnung. Ja, da ist Unterhaltung gut gesorgt. Morgens werden die einfach rausgeschmissen, ohne Frühstück. Und das war's. Völlig unemotional. Frühstück, ja? Ich bin halt nicht der Typ für die große Liebe und Romantik. Da müssen die sich wen anders suchen. Und deswegen soll das schwul sein. Lukas, halt dich mit deinen Sprüchen mal ein bisschen bedeckt. Also bei mir bist du damit auch nicht durchgekommen. Also das coole Verhalten ist wirklich nur Show. Das sehen Sie vielleicht auch selber, dass der sich hier ein bisschen anders gibt, wie er wirklich ist. Frau Schneider, hat es vor oder während der Ehe irgendwelche Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Ihr Mann homosexuell ist? Ich habe keine Anzeichen erkannt. Erst ab Anfang dieses Jahres fing er an, ins Fitnessstudio zu gehen. Er hat sich die Brusthaare rasiert und Sit-Ups gemacht. Und Zärtlichkeit mir gegenüber fanden überhaupt nicht mehr statt. Ja? Und ich habe sofort haben alle Alarmglocken geschrillt. Ich habe gesagt, der hat eine andere Frau. Ich meine, auf sowas kommt man doch nicht, dass er mit einem Mann rummacht. Ja? Wie hätte ich das denn ahnen sollen? Dani, ja? Und auch noch mein Jugendfreund, mein bester Freund. Dani, du ahnst ja gar nicht, wie schwer Gunnar und ich es uns damit gemacht haben. Wir haben nächtelang nur darüber geredet, wie wir dir es beibringen. Über mich habt ihr geredet. Ja, ist ja ganz toll. Du warst mein Alles. Mein Alles. Mein Freund, mein Geliebter. Und jetzt? Dani, meine Liebe zu dir war nie gespielt. Auch die körperliche nicht. Dann komm doch zurück. Und jetzt gib dich doch auch mal so, wie du bist. Sag doch mal die Wahrheit, was mit dir an dem Bahngleis abends wirklich los war, an der Bahn. Wie du dich gefühlt hast. Ja, sag doch mal die Wahrheit und lass Lukas aus dem Spiel. Genau, lass mich da raus. Da läuft der Hase.
Was soll an dem Abend wirklich gewesen sein? Haben Sie irgendwelche Vermutungen? Ja, ich habe die Vermutung, dass er mit der Situation da so überfordert war, dass er sich selber umbringen wollte. Das ist doch völlig absurd. Nee, naheliegend. Sag mal, wie engständig bist du eigentlich, dass du dich an so einen schmalen Strohhalm klammerst? Gibt's uns doch keine Chance mehr. Herr Schneider, die letzten Monate waren ja auch für Sie keine einfache Zeit. Das ist ja richtig. Ja, ich gebe zu, nach meinem Outing war ich total fertig, weil ich gedacht habe, dass ich einen riesen Fehler gemacht habe. Aber jetzt bin ich mit Gunnar so glücklich wie lange nicht mehr. Also Sie sind glücklich und Sie waren auch glücklich. Das heißt, Frau Schneider, Ihr Ehemann hat keinen Grund, sich selber umzubringen. Und wenn er es gewollt hätte in diesem Moment, springt er dann so auf die Gleise, dass er sich selbst den Kopf aufschlägt. Aber wenn die Bahn kommt, ist er schnell wieder zur Seite weg. Also, macht wenig Sinn. Ganz wenig Sinn. Also Herr Römer, Entschuldigung, Frau Vorsitzende, dass ich so lachen muss. Aber anscheinend gibt es für den Herrn Staatsanwalt Regeln, wie man sich und wann man sich auf die Gleise zu werfen hat. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich meine, wenn ich auf die Gleise springe, kann ich mir sowohl den Kopf anstoßen. Aber nun, nichtsdestotrotz gibt es auch kein Überwachungsvideo. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie es abgelaufen ist. Das ist doch alles Hypothese, was Sie da machen. Offensichtlich, dass das der Versuch einer Mutter ist, ihrem Sohn zu helfen. Noch Fragen an die Zeugin Schneider? Nein. Da möchte ich mit Ihrer Schwester fortsetzen, mit der Schwester des Angeklagten. Marie Schneider, bitte. Und Sie, Frau Schneider, nehmen Sie bitte an der Seite Platz, Zeugin. Vorsitzende, die Zeugin Schneider ist leider noch nicht da, aber Zeugin Habermann sitzt draußen. Ach, das ist die Freundin mit dem Alibi. Die kommt mir auch zurecht. Schicken Sie mir die rein. Frau Habermann? Isabel Habermann. Frau Habermann, nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Aber man, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, 55, das war vorsorglich. Isabel, Ihr Nachname ist Habermann, Sie sind 18 Jahre alt und wohnen in Schwerten, gehen auch zur Schule. Welche Klasse gehen Sie? Ich bin in der 12. Stufe. Ich bin mit Lukas in einer Stufe. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, genau, aber ich kenne Lukas echt total gut. Und er ist erst eher das Opfer von seinem Vater, nicht andersrum. Da hören Sie es mal. Ich bin nicht hier schwerhörig. Wie kommen Sie drauf? Ja, seitdem sein Vater sich geoutet hat, dass er schwul ist, wird Lukas so fertig gemacht in der Schule. Ständig wird er gemobbt. Wie sieht dieses Mobbing aus? Das fängt bei harmlosen Sachen an und geht dann bis zu solchen Sprüchen wie so schwules Pack wollen wir hier nicht haben oder pass mal lieber auf deinen Hintern auf, wenn du nach Hause gehst. Also das sind noch die harmlosen Sachen. Es geht noch schlimmer. Also schon an der Schule meines Mandanten gibt es also Jugendliche, die Homosexualität nicht akzeptieren. Und dann wundern sie sich, dass es vielleicht auch Erwachsene gibt, die das nicht akzeptieren und die sie dann tatsächlich auf die Gleise schucken. Das ist für mich sehr naheliegend. Lukas, tut mir einfach so leid. Das, was dein Vater ihm angetan hat, das ist einfach so krass. Echt, ey. Aber eigentlich wird ja schon ein bisschen länger gemunkelt, dass sein Vater auf Typen steht. Mhm. Es gab solches Gemunkel, sagen Sie. Der Vater Ihres Freundes hat hier nämlich ausgesagt, dass es im Januar diesen Jahres erst mal so überrascht habe und der sich da erst Gefühle für Männer entwickelt haben. Eben. Also mein Vater hat mir erzählt, dass er schon öfter mal mitbekommen hat, dass sich der Herr Schneider heimlich mit irgendwelchen Typen getroffen hat. Das ist ja hochinteressant. Wie oft hast du mich denn schon betrogen? Das ist doch ein völliger Blödsinn. Und ich wüsste nicht, dass dein Vater mich so gut kennt, dass er sowas von mir behaupten kann. Tja, Frau Habermann, wie kommt denn Ihr Vater da drauf? Würde mich auch interessieren. Der hat den Herrn Schneider schon öfter mal mit diversen Typen in irgendwelchen Kneipen gesehen. Das ist ja wohl der Hammer. Habe ich jetzt mit jedem Mann was gehabt, mit dem ich mal ein Bier trinken war, oder wie? Das ist doch alles nur Dorftratscherei, weil man sonst nichts anderes zu reden hat. So sieht's aus. Nehmen wir diese Vermutungen mal raus, kommen wir zu Tatsachen. Und da ist ja eine Ihre Aussage bei der Polizei. Da haben Sie jedenfalls gesagt, dass Sie zur Tatzeit, also gegen 23.30 Uhr, mit dem Angeklagten zusammen gewesen sein. Ja. Wirklich? Ja, Lukas und ich waren zusammen da im Stadtpark. Und deswegen finde ich das auch so krass, dass sein Vater immer noch behauptet, dass er ihn da am Bahnhof gesehen hat. Wann haben Sie und Lukas Schneider sich im Stadtpark